Hallo, bonjour, hello, namaste, bom dia, wie haben wir das noch versprochen? Buenos dias. Buenos dias, zum 50. Mal bei «Unterwegs daheim», der Reisepodcast auf Schweizerdeutsch mit der Larissa und mit dem Erik. Wahnsinnig. So, jetzt ist die 50. Episode. Es ist ein Jahr her, wo wir unser grosses Abenteuer gestartet. Ein paar Mal habe ich mich daheim gefragt, hey, wie wird es eigentlich aussehen? Beim damals habe ich eigentlich den letzten Podcast, den wir werden haben, weil man nicht sieht, wir kommen nach einem Jahr heim. Jetzt ist ja das, haben wir das Ganze noch ein bisschen verlängern können, können wir noch ein bisschen die Länge ziehen. Und ja, ich bin nach wie vor sehr, sehr happy, dürfen wir das machen. Und auch happy, dass ihr uns alle nach wie vor begleitet und zulässt. Ja, aber das ist es ja. Das eine ist, dass wir 50 Mal das Heim geschafft haben, schon aufzunehmen. Aber das andere ist, dass von euch viele Leute zum 50. Mal sich Zeit nehmen, sagen wir 45 Minuten in der Woche herhocken oder uns auf der Fahrt zum Arbeiten oder irgendwie Fitness oder so. Fitness oder immer, dass ihr euch uns antut und irgendwie das Fernweh so ein bisschen stellen könnt. Das freut uns mega und an dieser Stelle mal ein riesengroßes Merci für wöchentlich einzuschalten, reinzuhören, für das ihr eben uns seit einem Jahr so unterstützt, mit Rückmeldungen, mit Feedbacks und mit Motivation für uns, das weiterzuziehen. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass wir das so in diesem Rahmen hätten durchgezogen, wenn nicht die Resonanz von eurer Seite da hier wäre. Zurück in dem Umfang, wo wir uns Anfang der Reise niemals hätten gedacht. Wir dachten, ja, zwei mit der Papi und ein paar Freunde hören vielleicht ja, drei. Genau. Aber dass wir jetzt irgendwie auch 50% von den Leuten, die uns zulassen, nicht persönlich kennt haben vorher. Zum Teil Leute haben getroffen. Eben Leute lernen kennen durch einen Podcast. Das ist wirklich gut wert, ja. Ich sage es auf Bern, ist ein verdammt geiles Gefühl. Ja, definitiv. Ja, vielleicht ganz kurz zum Standort. Wir sind immer noch in Sherry-O-Gogora, wo wir das 49 aufgenommen haben. Wir sind hier noch die zweite Woche bleiben hocken. Haben wir uns perfekt können vorbereiten auf den Podcast. Von dem her verpasst ihr in dem Sinne noch nichts, was wir diese Woche erlebt haben. Weil wir haben eine recht chillige Woche gehabt. Werden von dieser Woche eigentlich auch nichts erzählen, sondern werden eben wie angekündigt die Jubiläums-Episode machen. Und da kann ich Larissa Schurti schnell informieren, wie wir das so ein bisschen abdenkt haben, was so der grobe Ablauf ist, oder was wir alles werden machen heute. Also zuerst mal, merci vielmals für die zahlreichen Fragen, die sie reinkommen. Damit haben wir gar nicht gerechnet, dass Leute so viele Fragen haben. Es sind auch gute, teilweise auch recht so tiefgründige Fragen dabei. Wir haben jetzt gefunden, kann man das ein bisschen spielerisch machen und nicht einfach Frage für Frage durchgehen und jeder gibt seinen Senf dazu. Sondern wir haben hier ein Säckchen mit Löschen drin, mit Nummern, und die Nummern passen jeweils zu einer Frage. Und es ist so, dass jemand zieht, die andere Person stellt die Frage und je nach Frage tun wir sie beide beantworten, weil es wie, denkt uns interessant wäre, wie beide Seiten gehören oder jemand etwas Spannendes genau, ergänzen hat. Individuelle Antworten gibt eigentlich. Genau. Und hoffen wir, bringen wir das ein bisschen spannend rüber. Genau. Vielleicht, wir sind so transparent, weil es sind zum Teil schon sehr tiefgründige Fragen gewesen, wo man sich heute schnell ein bisschen Gedanken machen dazu. Wir haben uns die jeweils gemachte Gedanken und haben die aber uns natürlich gegenseitig noch nicht mitteilt, aber so Moderationstalent sind wir jetzt noch nicht, dass wir da hier wirklich Top-Antworten können liefern, wo wir natürlich auch ein bisschen mehr Gedanken reinsetzen. Das noch vielleicht vorab, wenn ihr denkt, man liest jetzt vom Handy seine Antwort ab oder so. Genau. Also, dann würde ich doch sagen, du fängst an mit dem ersten Lösli. Also. Wenn du fängst. Geh rein. Es sind 30 Fragen. 30 Fragen, ja. Und wir fangen an mit Nummer 6. Und dann gehe ich heute schauen, was wir da aufgeschrieben haben. Ich lese dir die Frage vor, du darfst sie beantworten. Gut. So war es. Genau. Also, was ist dein Lieblingsort auf dieser Reise? Ja, ich glaube, das könnten auch die meisten von euch direkt beantworten. Das ist vielleicht nicht die spanische Frage am Anfang, aber es ist eben Siargao sicher als unser Ort, wo wir es am meisten gefühlt haben bis jetzt auf dieser Reise. Immer noch so ist. Obwohl, ich muss sagen, eben Sayulita in Mexiko war ein ganz spezieller Ort. Und ich habe auch das Gefühl, Sherry-O-Gogora, wenn wir jetzt hier sind, kommt sicher in die Top 3 Orte rein. Definitiv. Genau. Also, ich würde es gleich beantworten wie du. Und ich muss sagen, ich glaube, Sherry, sagt man abgekürzt hier, ist für mich sehr, sehr weit aufgerutscht. Ja, absolut. Ja, gut. Dann hast du eine Lösung für die nicht gebrauchten Zettel? Ich kann die schlechten hier jetzt mehr ins Sand rausschiessen. Du kannst es in meine Kokosnuss rein tun. Also. Warte, ich muss noch schnell einen Schluck nehmen. Dann tue ich den Löschen ziehen für dich, gut. Dann kann ich anfangen. Wir haben jetzt Nummer 27. Und das war, glaube ich, eine Frage von Nadine, die haben wir am Schluss noch drin da. Und die kann ich dir jetzt vorlesen. Kannst du sie nachher drin tun, in die Kokosnuss? Also.
Gibt es Sachen, die ihr euch ganz anders habt vorgestellt ja, jetzt auf unsere Reise bezogen? Mhm. Was ist das bei dir, wo du denkst, hey, das ist völlig anders als nicht erwartet? Ich muss sagen, ja, vorgängig habe ich erwartet, dass mir die Routine mega wird fehlen, die wir ja alle daheim haben in unserem Alltag. Das ist ganz normal, gehört irgendwo durch oder zu. Und wenn man Ferien hat, kann man das ja durchbrechen. Und wenn man so lange im Reise ist, habe ich gedacht, oh, sicher nach 2-3 Monaten habe ich das Gefühl, ich muss wieder am Morgen aufstehen, gehen arbeiten und irgendeiner sinnvollen Tätigkeit nachgehen. Lustigerweise ist das bis jetzt noch nie gekommen. Und ich glaube, mit Grund ist echt der Podcast. Ja, das hilft sicher. Ich glaube, das ist der, der mein Hirn beschäftigt hält und das ganze Social Media betreuen. Darum, ich hätte nicht erwartet, dass, sage ich auch, mir der Podcast so viel Struktur gibt, dass ich eine Routine nicht vermisse. Ja. Das ist lustig, so Fragen kann man also immer in zwei Arten interpretieren. Ich habe jetzt mehr so faktenmässig jetzt die Frage interpretiert und ich musste lernen, oder so etwas, was ich ganz anders erwartet habe, ist, oder musste lernen, ist, wie gross Länder sind. Mhm. Indien zum Beispiel, Mexiko oder jetzt Brasilien, das sind so riesige Dimensionen, die wir von uns zu Europa irgendwie gar nicht kennen. Mhm. Und vielleicht ja, von den USA so einen Bezug haben dazu, aber sonst ja, das gar nicht richtig wahrnehmen, was es für riesige Distanz zu lesen Länder sind. Und was wir für ein einfaches Los haben, sage ich jetzt mal, in der Schweiz, so ein kleines Land zu bewirtschaften, sei es mit Strassen, mit Infrastruktur etc. und ja, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wie das, welchen Bereich das es geht, aber sicher ein riesen Vorteil ist von der Schweiz, warum es mir wirtschaftlich auch so gut dastehen, weil es eben viel einfacher ist, eine kleine Fläche zu bewirtschaften oder zu betreiben, zu unterhalten irgendwie. Und ja, das ist so etwas, was ich realisiert jetzt auf der Reise. Das stimmt. Gut, next. Darf ich das 28 haben? Das 28, gehen wir da fast eine Reihe entlang. Gibt es irgendeinen Ort auf dieser Reise, der dich enttäuscht hat? Da habe ich recht lange überlegt, weil ich habe das Gefühl, wir haben viele so Touristenfälle, in Anführungszeichen, können umgehen. Ich könnte sicher sagen, das Taj Mahal hat uns enttäuscht, aber da haben wir ja selber, haben wir selber verschuldet. Ja. Und nein, ich würde sagen, geht auch auf unsere Kappe, aber wo ich mir mega grosse Vorstellungen hatte, ist vor Goa. Mhm. Irgendwie Goa war immer so gross gewesen und aber wir haben es, und ich sage jetzt eben selbstverschuldet, zum einen zu einer falschen Saison und Jahreszeit erwischt, mit mega viel Regen. Und zum anderen waren wir noch völlig überwältigt vom Anfang vor Start der Reise, von der Verabschiedung in der Schweiz. Und sie waren recht ausgelogt, eigentlich gerade dort. Und ja, dem, ist dem nicht gerecht worden. Genau, hat mich das ein bisschen enttäuscht, aber auch nicht gegen Goa, sondern es war einfach der falsche Zeitpunkt für uns dort. Irgendwie. Für dich hast du etwas. Ja, ich habe recht lange überlegt. Und es gibt sicher ein bisschen Shit, aber ich muss sagen, Japan hat mich ein bisschen enttäuscht. Okay. Ich muss sagen, Tokio nach wie vor eine der coolsten Städte. Aber wiederum habe ich das Gefühl, haben wir so ein bisschen das Glück und das Pech gehabt, zu wirklich der absoluten Hauptreisezeit der Zeit bei den Kirschblüten. Sehr schönes Land, sehr schöne Kultur, aber dann, wo wir waren, einfach für meinen Geschmack zu überlaufen. Es liegt ähnlich am Erfolg, den es hat. Ja, das ist auch definitiv. Nicht am Land, sondern an genau. Am Tourismus, wo wir ja auch Teil davon waren, was sich angezogen hat. Ja, okay, gar nicht bis zu einem gewissen mit. Stimmt bei. Genau. Gut, also. Willst du schnell das Säckchen haben, dass es da nicht fortluftet? Also, Nummer 5. Nummer 5, okay. Das Nummer 5 ist. Ah, ganz einfache Frage. Wie viel Geld haben wir noch? Mhm. Und die zweite Frage wahrscheinlich auch, wie viel Geld haben wir bis jetzt ausgegeben? Also ja, die natürlich in eine Frage rein. Startbudget von 60'000 Franken haben wir mal gehabt. Wie viel ist nochmal von denen? Genau, zusammen 60'000 Franken pro Person 30. Wir haben jetzt zusammen für ein Jahr 42'500 Franken ausgegeben. Das heisst, wir haben jetzt noch 17'500 Franken übrig zusammen. Genau. Heisst für eine Person, wie viel ist es? 8'750, glaube ich. Ja. Ja, genau. Pro Person. Genau. Wir müssen aber hier vielleicht sehr transparent sagen, dass wir tendenziell ein bisschen mehr Geld ausgegeben haben, weil wir zum Teil gewisse Sachen selber gezahlt haben, Spassgeld haben von Gotti und Tante und sonst noch Leute, die ja, so das Kitesurfen zum Beispiel recht teuer ist, die habe ich zum eigenen Kessel gezahlt, für die Reisekasse sozusagen nicht zu belasten. Wenn man dort vielleicht noch Transparenz, kann man vielleicht sagen, ja, zwischen 3-5% mehr haben wir vielleicht noch ausgegeben in diesem ganzen Sinne. Oder jetzt eben dein Armbruch, zum Beispiel, den du hattest, der das Batzeli gekostet hat, den haben wir jetzt dort auch nicht drin. Also von dem her, für das so Transparenz zu haben,
ist es gut, wenn man so ein bisschen Seitenpolster hat. Genau. So, du bist dran. 17 hätte ich gerne. 17. Ich glaube, wir werden hier so richtig banniert vom Song. Ja, also wie gesagt, es ist bekannt zum Kitesurfen hier und es windet entsprechend relativ gut. Also, die Frage ist, welche Begegnung mit Einheimischen hat dich am meisten inspiriert auf unserer Reise? Ich muss sagen, dort habe ich recht lange umgestudiert. Mir ist einfach eine Szene in Indien Sinn gekommen, wo wir in Jaipur sind, von einem 40-jährigen her. Zuerst eben haben wir das Gefühl gehabt, abgelabert worden oder sie etwas verkauft und so. Und schlussendlich dann sind sie eingeladen worden zu ihm daheim. Hat sie sein Daheim gezeigt, wie wir dann dort gesehen haben, wie einfach in einem normalen Haus, wie viele Leute es dort innen normalerweise schlafen. Er sagt, ja, hier schlafen viele Leute. Dort sind Matratze, die man dann durch den Tag her tun. Und einfach unter der Stege einfach ein Loch war. Das war das WC. Und irgendwie, weiss ich nicht mehr genau, aber zwischen 10 und 15 Personen dort innen leben. Zum Teil noch Kinder von seinen Geschwistern, die irgendwie die Eltern nicht mehr sind oder schon an anderen Ort sind. Das war sicher ein sehr spezieller Moment. Und auch für uns so ein kleines Aufwecken, so wie, ja, okay, so ist, wenn es nicht alle Leute irgendetwas verkaufen oder das war noch so ein spezieller Moment. Und für dich? Ich hatte auch zwei Momente im Kopf. Der eine, den du sogar erwähnt hast, und der andere, der eigentlich sehr ähnlich war in Nepal. Wo wir sind dort, die es wissen, 5 Tage lang gehen tracken im Himalaya mit einem Guide. Und der hat uns dann am letzten Tag zu sich eingeladen, um zu Nacht zu essen. Und wir hatten so das Gefühl, als Guide bist du sicher noch gut bezahlt, mega guter Lebensstandard. Und dann haben wir gleich gesehen, wie in krass ärmlichen Verhältnissen die Familie dort lebt. Und die gehört aber meiner Meinung nach zum Mittelstand. Genau, aber jetzt mal sagen, also ärmlich für uns. Für uns, subjektiv, aber absolut. Einfach in welchem begrenzten Lebensraum, dass sie dort leben. Wirklich auch klein. Also wir haben im Zimmer, wo die Kinder wie schlafen. Und die Eltern, glaube ich, auch wie gegessen. Es ist wie das Zeug zusammengeräumt worden und dann wieder aufgestellt zum Schlafen. Und sie waren aber gleich mega glücklich gewesen, hat mich gedacht. Und einfach auch die Freude, die sie uns irgendwie übergebracht haben, uns dürfen zum Essen einzuladen. Und wie wir dann noch die Ochsenmilch probiert haben. Also ich glaube, so solche Begegnungen werden wir nicht mehr so schnell vergessen. Definitiv. Ja, absolut. Gut. Bin jetzt irgendwie wieder dran, oder? Ich glaube es. Also, Nummer 18. Die nächste. Welcher Ort war mental für dich am intensivsten zum Verarbeiten? Da habe ich auch recht lange überlegt. Aber wenn ich ehrlich bin, war schon ganz am Anfang immer ein Ort vor Augen, nämlich Varanasi. Die es noch nicht gehört haben, lassen sich vielleicht noch reinzulassen in die Episode, weil das war wirklich ein einmaliger Anblick gewesen. Varanasi ist die Episode 9 oder so. Das kann gut sein, ja. Dort rum. Genau. Varanasi ist für die Hinduisten, glaube ich. Für Hinduismus. Eigentlich der heiligste Ort, wo du hergehen kannst. Und dort, ganz speziell ist die Kremationen, die dort in der Öffentlichkeit durchgeführt werden und auch die Toten transporten mit der Hand durch die Stadt durch. Es hat auf der gleichen Strasse Esel, Rösser, Leute, die Sachen verkaufen. Und einfach die Stimmung dort und das, was wir alles haben gesehen, wie ein Mensch, ein toter Mensch, wie vor einem brennt, wo der Geruch, den er hat, abgegeben, wenn ich es so darf sagen. Ich glaube, ich bin noch nicht so ganz darüber hinweg. Ich habe das Gefühl, manchmal erzählen wir es nicht und denke ich so, oh mein Gott, habe ich das wirklich erlebt? Ich glaube, es gibt viele Sachen auf dieser Reise, die wir noch nicht wirklich verarbeitet haben, weil wir auch Zeit dazu nicht hatten. Ich bin gespannt, wenn wir selber mal unsere Episode anschauen, wie sich das anfühlt. Ja, also ich habe gesagt, Varanasi ganz klar. Und eben auch noch gemischt mit dem Ganges, der eben der Grund ist für dich. Also nicht nur, aber der heiligste Fluss, der dort durchfließt. Und dann eben zum Teil die Überreste von den kremierten Personen in den Fluss rein. Befördert werden und ein paar hundert Meter unten dran tun sich Leute mit dem Wasser segnen, Kleider waschen, Zähne putzen. Also wirklich ganz abstrakt und für uns speziell ein Ort. Ganz, ganz speziell, ja. So, du bist dran. Ich habe gerne ein Blatt. Oh. Das Blättchen. Das Nummer 9. Das Nummer 9. Also die Frage ist, hast du dich auf unserer Reise verändert? Wenn ja, inwiefern?
Ja, es verändert ganz klar. Aber ich glaube, die Eigenschaft, die sich am meisten verändert hat bei mir, ist, und das soll jetzt negativ tönen, weil das Wort ist meistens negativ konnotiert. Also, gekoppelt mit dem negativen Zusammenhang. Und zwar, ich bin opportunistischer geworden. Das heisst, ich tue mehr Möglichkeiten greifen, wenn sich die ergeben irgendwie. Also, nicht im Sinn von, wie wir es meinen, so ein bisschen, warte, was ist das bessere Programm? Und nicht für das entscheiden, sondern man ist einfach ein flexibler geworden und irgendwie, wenn es jetzt heisst, hey, komm, wir gehen dort her oder rein, das ergibt sich jetzt gegebiger, dort sind Leute, die wir irgendwie nochmal treffen wollen, geht man wie auf das ein. Und das ist das, was ich glaube, vorher nicht hatte. Ich bin sehr strukturierter, geplanter Mensch, der gesagt hat, hey, ich habe etwas gesagt und dort ziehe ich so durch irgendwie, auch wenn es keinen Sinn mehr hat gemacht, irgendwie, wenn etwas abgemacht. Und jetzt habe ich wie gelernt, so wie zu sagen, okay, komm, jetzt schnell warten und dann entscheiden wir so ein bisschen im letzten möglichen Moment, entscheiden, was uns halt die Möglichkeit gibt, wo aber sicher etwas ist, was die Schweiz in diesem Rahmen wieder wird sich zurückbilden, habe ja, ich so das ganz Gefühl. Sicher, ja. Ja. Und für dich? Das ist noch eine gute Frage, weil ich war mal für gute Monate in der Schweiz gewesen, und es hat mich auch recht Wunder genommen, wie mein Umfeld mehr wahrnimmt, ob ich wie anders spiele. Sie haben gesagt, nee, du bist genau die gleiche. Aber gleich innerlich habe ich wie gespürt, dass ich wie schon nicht die gleiche bin, wie als ich gegangen bin. Man kommt, wie du sagst, zwar sehr schnell wieder in die Struktur rein, die man halt verlassen hat. Aber was ich wie von mir kann sagen, mir dünkt, ich bin wie viel ruhiger und ausgeglichener geworden. Was auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich eben nicht immer ein Programm muss haben jeden Tag, mich ständig irgendwie muss beschäftigen. Und das habe ich daheim immer so ein bisschen, immer recht einen hohen Pace von, ich muss wissen, was ich morgen, übermorgen, überübermorgen mache. Und hier weiss ich nicht mal, was wir in einer Stunde machen. Und dass ich das wirklich loslassen konnte, ist ein mega befreiendes Gefühl. Ja, aber bist du beiden bewusst, dass es halt andere Faktoren gibt, daheim, wie halt primär mal arbeiten. Ja. Und andere Verpflichtungen, die wir halt jetzt wirklich in einem sehr geringen Rahmen haben. Eben, das arbeiten jetzt im Programm vom Podcast, aber sonst halt, dass die nicht haben. So. Aber das ist halt einfacher fällt. Und das nicht einfach eins zu eins natürlich könnt adaptieren für euch daheim. Genau, aber gleich hoffe ich, dass ich so ein bisschen die innere Ruhe, die ich so ein bisschen gefunden habe, die gleich auch noch mit heine und nicht sofort wieder so in die Mülle reingehen. Ja, das sicher. Ja. Und was auch noch ist, ich habe so viel weisse Haare bekommen. Weil wir haben das erste Mal einen Spiegel, wo Tageslicht ist und ich kann da fast nicht reinschauen, weil ich ja die Haare blondiert hatte, mal eine Zeit, dass man es nicht so sieht. Und jetzt habe ich echt das Gefühl, die müssen wieder blond werden. Also, ja, der Alterungsprozess schreitet leider auf dem Reisen weiter vor. Gut, dann gehen wir doch zur nächsten Frage. Mhm. Nummer 26. Wenn du jetzt sehst. Welche Reiseerfahrung hat uns am meisten, oder jetzt gerade am meisten geprägt? So ein Moment oder irgendwie ein Ort, um sie zu sehen, oder Situation? Ich muss sagen, ich glaube, es ist nach wie vor eigentlich der Wechsel von unserer bekannten Schweizer Kultur aus der Komfortzone raus nach Indien. Ja. Ich glaube, das ist so das und einfach halt einfach die riesige Armut, aber nebendran noch den riesen Reichtum zu sehen, die wunderschöne Natur, das super gute Essen. Ich glaube, so das eigentlich am meisten. Ja. Und bei dir? Ich habe es wieder die Frage völlig anders interpretiert. Ich habe es mehr auf eine Situation, eine ganz konkrete Situation. Und zwar hatte ich in Chihuahua, wo ich allein im Hostel war, oder dann, als ich allein in Mexiko unterwegs war. Und da bin ich ins Hostel eingecheckt. Es hatte auch wirklich keine Touristen gehabt, dort oben, ganz im Norden oben. Und dann ein paar lernen kennen, so hat ich mit ihnen geschnurrt, so Latinos gewesen. Ich habe gefragt, ja, was sie genau hier machen, oder von wo sie sind. Ich habe gehört, sie sind Mexikaner vom Akzent her. Dann hat er gesagt, ja, sie sind von Venezuela, noch 100% sicher, ich glaube, Venezuela gewesen. Und ja, sie übernachten sie und morgen gehen sie über Grenzen. Also sprich, sie wollen halt illegal einreisen in die USA. Das ist halt der Staat Chihuahua, wo grenzt, also Juarez ist auch dort. Und er sagt, ja, sie steigen morgen auf einen Zug, fahren mit dem an Grenzen. Mhm. Also auf einen Zug rauf, fahren mit dem an Grenzen, wenn er so in die USA rein. Und ich denke, ja, wirklich so, denke so, hey, was ist das? Wir pennen nebeneinander im gleichen Hostelzimmer irgendwie. Und wollen irgendwie das Gleiche, einfach eine sichere, gute Übernachtung. Aber haben völlig andere Gründe, warum dass wir reisen. Weil sie sind schlussendlich auch am Reisen halt. Aber mit, ja, fühlt sich aus einem gescheiten Grund. Und wir halt einfach aus Spass. Und ja,
Ich hätte dann so den Kontakt austauschen mit ihm. Es hat mich mega Wunder genommen, ja, wie dem seine Story weitergeht. Ob die jetzt in den USA oben sind, hat mit der Familie noch gefacetimed die ganze Zeit, als er dort war. Und einfach die absoluten Kontraste und irgendwie gleich die Schnittmenge, die ganz kleine Schnittmenge, die man hat, und zu einem riesen anderen Zeug, die wir überhaupt nicht miteinander zu tun haben. Und dort kreuzen wir uns irgendwie den Weg. Und das hat mich recht so geprägt. Und habe ich schon ein paar Mal erzählt, die Story anderen mitgegeben. Also ich finde es nach wie vor eine mega krasse Story, die du mitbekommen hast. Und dass man halt auch wieder irgendwo durchsieht, das kommt sicher irgendwo noch bei einer Antwort auf eine Frage, aber einfach wie ungerecht halt einfach die Chancen im Leben verteilt sind auf dieser Welt. Und das ist uns, glaube ich, auf dieser Reise sehr stark bewusst worden, eben auch mit dieser Geschichte, die du erzählst, dass wir ein enormes Privileg haben, was wir hier machen, wo ja ganz viele nur davon träumen können, dass es manchmal auch so ein negatives Gefühl in einem hervorrufen kann, warum jetzt mir das verdient und andere nicht. Siehst du das auch so? Ja, ich wollte sagen, irgendwo haben wir noch die Frage drin, es geht für einen, aber vielleicht kommt sie dann noch. Es geht nämlich etwas in die Richtung. Mhm. Bin ich dran? Ja, ich glaube, ich bin dran. Ja. Gut, jetzt Nummer 8. Das Nummer 8? Das ist 8. Das haben wir doch schon gehabt, oder? Nein. Ja. Ja. Ah, nein. Das haben wir noch nicht. Also, hat das lange Reisen unsere Vorstellung erfüllt oder was hast du dir anders vorgestellt? Ich muss sagen, es ist ein bisschen doof, aber im Großen und Ganzen schon. Also, irgendwie, wie ich getroffen bin, habe ich recht gut darauf eingestellt. Ich habe noch nicht das Gefühl, ich muss heim oder ich will heim. Ich habe mehr oder weniger das richtige Zeug eingepackt. Ich habe, bis jetzt sind wir bis auf die Arme recht reibungslos durchgekommen. Wir haben noch keine kritischen Situationen gehabt, irgendwie, die unkontrolliert waren oder so. Ich habe gesagt vom Strassenverkehr, aber das kannst du leider nicht kontrollieren. Von dem her muss ich eine ziemlich längliche Antwort geben und ein bisschen meinem Typ entsprechend antworten. Ja. Sagen, es ist alles so, ein bisschen so gekommen bis jetzt wie erwartet, sage ich jetzt mal. Ja, von dem her. Und du, hast du dort ein bisschen andere Vorstellungen gehabt? Ich muss sagen, es hat meine Vorstellung eigentlich übertroffen. Ich hatte das Gefühl, dass ich nach einem Jahr würde sagen, boah, ich will jetzt endlich heim. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir unser Umfeld daheim nicht enorm fest schätzen. Aber einfach das Gefühl von dieser Freiheit, die wir jetzt haben, habe ich das Gefühl, kommt nicht wieder so schnell zurück, wenn es überhaupt jemals wieder zurückkommt. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so in diesem Freiheitsgefühl so fest aufgehe. Ja. Gut, jetzt bin ich, glaube ich, dran. Nummer 2. Eine kurze, aber welches ist körperlich der schlimmste Tag für dich, also auf der ganzen Reise, wo du am meisten körperlich gelitten hast? Ja, ich glaube, es ist ziemlich einfach. Es ist mein Armbruch. Es war unglaublich fester Schmerz. Sehr dumm gegangen, für die Geschichte nicht kennen. Ich bin von einem Hochbett runtergestogelt, respektive habe wieder den Tritt verpasst, mich nicht richtig gehabt und bin dann dort aus vielleicht 1,5, maximal 2 Meter auf den Arm runtergefallen. Es war dunkel. Ja. Und das ist etwas vom Schmerzhaftesten in meinem Leben, glaube ich, gehabt. Und bei dir hast du schon noch etwas? Also ja, körperlich, ich glaube, der schlimmste Tag war in Koh Phi-Phi. oder Nacht und dann der Tag, wo Shibi, Sari, die und mir alle haben gekehrt, weil wir am gleichen Ort etwas gegessen haben. Wo wir wirklich Larissa und ich im Rhythmus, im 5-Minuten-Rhythmus haben die Toilette gewechselt. Ja. Und dann vor allem ist noch dazu gekommen, dass wir am nächsten Tag haben müssen, einen Transfer mit mehreren Stunden hatten, mit einem Speedboat, wo wir wirklich alle vier völlig gerädert waren, haben trotzdem müssen reisen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der strengste und unschönste Tag bis jetzt auf der Reise. Mag ich eher kombiniert mit Reisetag. Schwierig. Habe vielleicht ein paar von euch auch schon erlebt und das macht einfach keinen Bock. Aber ja, gibt's genau. Halt. Also, du bist dran. Also, das 30, die letzte 30. Frage. Also nicht die letzte, aber die letzte, die wir aufgeschrieben haben. Und zwar ist es eine sehr spannende Frage. Muss das stellen. Ah, stimmt, vor Nadine. Genau. Nadine hat gefragt, was passiert mit dem Podcast, wenn ihr heimkommt? Die Frage haben wir uns sehr oft auch schon gestellt. Und vielleicht mal so vorab, ich habe das von Anfang oder vielleicht auch gewusst, das ist ein Projekt mit einem Ablaufdatum. Das ist nicht so, dass wir unser Leben jetzt dokumentieren, daheim oder irgendwie sonst. irgendwie
Fotos von Blumen machen oder so die ganze Zeit, wo wir einfach jahrelang Content machen können, sondern es ist ein begrenztes Projekt. Und dem sind wir uns irgendwie auch bewusst und sind es wegen dem, glaube ich, irgendwie auch ein bisschen mehr am Geniessen und entsprechend auch richtig am Durchziehen. Das motiviert mich, dass ich so voll durchziehe. Und was wird passieren, ich habe das Gefühl, wenn wir zurück sind, wird es sicher noch 2-3 Episoden geben hinten nachher, wo wir vielleicht auch noch einen Rückblick machen, gewisse Sachen werden verarbeiten. Aber ja, es wird wahrscheinlich irgendwie mal, sagen wir mal, eine letzte Episode geben. Mhm. Vielleicht gibt es mal so eine Episode-Comeback, so eine TV-Total oder so, genau. Oder wetten das. Nein, aber ja, es hat ein Ablaufdatum, das Ganze. Das ist so. Und der weitere Faktor kommt halt auch noch dazu, noch wenn wir das möchten weiterziehen und Content hätten, für das zu machen, ist halt dann auch wirklich ganz einfach der Faktor Zeit, der dazu kommt. Und halt Sachen, die du irgendwo durch musst erleben. Also wir haben jetzt Zeit zum Erleben. Mhm. Und das werden wir halt daheim. Nein. Ja, wir erleben schon Zeug. Ich weiß nicht, wie fest das nachher Larissa ihren Arbeitsalltag interessiert. Vor allem dürft ihr auch nicht erzählen aus als Geheimnis. Genau. Oder ob das eben die richtige Zielgruppe ist jetzt überhaupt. Ja. Oder nein, ich habe das Gefühl, wie du hast gesagt, es wird vielleicht noch 1-2 Folgen geben, wenn wir heimkommen. Was ich vielleicht auch noch lustig fände, weil die Leute sich aber recht interessiert also Pärchensachen. Vielleicht werden wir unsere Hochzeiten noch so ein bisschen dokumentieren, wenn das irgendjemand interessiert. Ja. Aber ich glaube, das wäre es dann. Ich glaube so. Außer ihr habt irgendwelche grosse Ideen oder Vorschläge für uns, die uns oder möchtet hören. Die ich unterhalten könnte. Aber ja, das, vielleicht das hat jetzt nichts mit dem zu tun, aber ich habe so das Gefühl, so das Wichtigste, wenn ihr irgendwie so ein Projekt möchtet machen, sei es ein Insta-Blog, ein Podcast, einen Blog schreiben, einen Videovlog machen oder so, das Wichtigste ist einfach, dass der guten Content hat, dass der Content hat, etwas oder weiter darüber erzählen, wo der Ahnung hat, entweder davon, seid ihr im Computerzeug gut, seid ihr im Lismen gut, seid ihr was auch immer gut. Und wir sind halt jetzt, ja, für uns sagen, gut im Reisen, beziehungsweise haben das Content für das. Und alles andere, das kommt näher, das lernt dazu, wie ich rede. Also, wenn ich jetzt die erste Episode anschaue, wie wir dort miteinander geredet haben, das kräuselt mich. Wirklich so cringe, ist wirklich das richtige Wort dafür. Aber eben, es ist halt der Prozess und wo das lernt man alles, aber Content selber, habe ich das Gefühl, das muss einfach eine gute Idee haben, irgendwie, dass es funktioniert. Und ja, vielleicht so ein Learning jetzt über ein Jahr, das ich sicher gehabt habe, dass, wie man so schön sagt, Content is King oder Queen. Also, my turn. Nummer 22. Wie hat sich... Sorry, schnell, sind da gerade zwei Lösli, glaube ich, rausgeflogen. Okay. Schnell einsammeln. Also wieder. Dankeschön. Wie hat sich die Reise auf unsere Beziehung ausgewirkt? Oder wie hat sich das verändert? Was machen wir anders vielleicht irgendwie? Ich glaube, das ist eine Frage, die wir gemeinsam ein bisschen ergänzend beantworten können. Das fange ich da mal an, weil sie finden, wie sich eigentlich die Reise ausgewirkt hat. Ich glaube, wir haben es auch schon mal so ein bisschen angeschnitten, dass wir kommunikativ noch viel stärker sind worden. Wir haben beide schon am Anfang an gesagt, ja, wir kennen das nicht, 24/7 aufeinander oben zu sein. Wir sind gespannt, wie wir das werden handeln. Es ist absolut normal geworden mittlerweile. Und darum haben wir uns einfach gesagt, man muss immer gegenseitig kommunizieren, wenn irgendetwas nicht stimmt oder man mal Zeit für sich selber braucht und dass die andere Person nicht negativ auffasst. Also ich glaube, die Kommunikation haben wir auf alle Fälle verbessert. Und wie sich sonst auch noch ausgewirkt hat, ist mehr so ein bisschen emotional, habe ich das Gefühl, wird die Reise uns unser ganzes Leben lang begleiten. Wir werden immer davon zehren, wir werden unseren Kindern, die vielleicht mal existieren, davon erzählen. Und dann sollen die 50 Episoden selber schauen. Die sollen sie bitte schauen. Cool, merci. Statt Hausarrest gibt es einfach Episoden. Genau. Wegen der Heimverkehr. Nein, so solche Sachen oder eben auch einfach, ja, für uns selber emotional, habe ich das Gefühl, sind wir auch aus Paar eigentlich viel, viel stärker geworden. Ja, also du hast noch mal kurz ergänzt, aber es hat wie keinen Platz zum Konflikten versanden, weil wir sind wieder zusammen und wir können einfach ein anderes Ventil suchen. Das bedingt vielleicht im Sport, aber man muss auch kleinste Kugels zusammen auskäsen. Und ja, ich hoffe, die Ostschweizer haben das verstanden, wenn sie es gesagt haben. Auskäsen. Ja, zum Beispiel der Erik hasst, wenn ich seine Zampenstadt oben brauche und die wie einen Grobian ausdrücke. Nicht, dass du sie nicht super, dass halt dann überall die Zampenstadt draussen ist und halt alles verschlagert ist. Und so Sachen, die ich, habe, die ich mir Mühe gebe, zum Beispiel es wie nicht zu machen, aber manchmal denke ich einfach nicht dran. Dann denkst du einfach so, come on. Und das sind so ganz kleine Reibereien, die absolut nicht bedeutungsvoll sind, aber im Moment nerven sie einfach. Ja, genau. Und eben, es ist halt nicht so, dass es wie, das ist vielleicht am Morgen gesehen, dass es vom Partner das macht.
beide arbeiten und am Abend ist es natürlich schon wieder weg. Ja. Aber wenn er zurückkommst ins Zimmer und er ist dort noch etwas zweites kleines, und so, das tut sich dann einfach anstehen, ja, irgendwie. Und versandet eben nicht. Das ist das, was ich gemeint habe mit Konflikten. Ja. Versanden halt nicht einfach so, mhm, Konflikten. Ein kleines Kuckusli. Ja, aber ich glaube, wir haben auch gelernt, das wie einander wie anständig zu sagen, weil man kann es auf zwei Arten sagen. Entweder, hey, ich finde es nicht so cool, dass meine Zahnpasta so brauchst, wenn du brauchst, dann bitte so, wie ich es gerne hätte. Man kann so aggressiver formulieren, wo aber nachher vielleicht so etwas auswuchert, was man ja gar nicht will. Ja. Ich glaube, das haben wir auch so ein bisschen gelernt, echt so der, nicht, dass wir vorher nicht einen friedlichen Umgang hätten gehabt, aber wie noch einen überleiteren teilweise. Ja. Mega spannendes Zahnpasta-Thema. Sehr spannend, das ist ein Beispiel. Also, gehen wir zum 21. Okay. Was waren für dich die schönsten Naturerlebnisse auf unserer Reise? Paul, das ist langsam ein bisschen kürzer. In Nepal, wo wir wandern, da sind am Morgen 4 Uhr bei uns gestanden und die Milchstrasse das erste Mal in meinem Leben gesehen. Ich habe immer gemerkt, die Milchstrasse ist ein Foto vom Außen gemacht. Nein, wenn ihr an einem Ort seid, wo es keine Lichtverschmutzung gibt, sieht man wirklich die Milchstrasse, wie man sie kennt, aus dem Geolino oder aus dem NMM-Unterricht. Du mit dem Geolino. Ja, das habe ich prägt. Papi mir selber gekauft. Und statt Mickey Mouse, hat gesagt, du hast dir etwas Gescheites, kaufe ich dir zum Lesen, okay, statt Mickey Mouse. Und das Zweite muss ich sagen, wo wir dort in Koron sind, schnorcheln in den Seen, in den Süßwassersee. Mhm. Also, so ein klares Gewässer noch nie gesehen. Für dich? Ich habe die beiden Sachen aufgeschrieben. Ich habe auch noch Hampi getroffen in Indien. Mhm. Hampi ist so ein schöner Ort, wo so ganz spezielle Steinformationen, viel Reisfelder, Grünflächen, Palmen hat. Und so haben wir das auch noch nie gesehen. Und das andere ist das, was wir letzte Woche erzählt haben, in Lençóis. Die grossen Dünen mit den Regenwasserseen drin. Ja, das habe ich sehr eindrücklich gefunden. Ist das schon wieder ein Lösli los? Es ist eine Vorteil, wir haben eh noch viel zu viel Lösli drin, dann gehen wir einfahren. Okay. Das ist eine natürliche Selektion. Ja, das ist eine Selektion. Okay. Ist für dich auch schon gezogen, das Lösli? Yes. Nummer 23. Was würden wir noch mal anders machen, wenn wir von vorne könnten starten? Die Brille Vielmann fragen. Hey, im Fall, ich muss sagen, nicht. Also, was ich vielleicht würde machen, wäre am Anfang ein weniger Kleider einpacken. Weil ich es gemerkt habe, beim zweiten Mal, als ich jetzt zurückkomme, habe ich viel weniger dabei und es ist viel angenehmer. Mhm. Aber sonst ist mir nichts gefallen. Ja, ganz ein kleiner, vielleicht, dass wir unsere Reiseroute, die wir ja wirklich sehr, sehr, gar nicht grob geplant haben, nicht mal geplant haben, vielleicht ein bisschen mehr schauen, wenn das wo Regenzeit ist. Also, dass wir so ein bisschen Zwischensaison ein bisschen besser hätten getroffen, zum Teil. Und ja, das wäre vielleicht das Einzige gewesen. Okay. Gut, du bist dran. Das 14. gern. Yes. Die Frage ist, welches Land oder welcher Ort hat dich am meisten überrascht und warum? Genau. Es ist nicht mein Lieblingsland von all denen, aber was mich am meisten überrascht hat, dass es nichts kam, ist Nepal. Mhm. Ganz einfach. Weil ich nicht auf der Karte hatte, dass wir im Halai wandern und ich habe nicht auf der Karte gehabt, dass wir irgendwo werden Nashörner antreffen. Ich meine, jetzt geht es um Afrika. Also von dem her, sicher, Nepal war die grösste Überraschung auf dieser Reise bis jetzt. Das unterschreibe ich zu 100%. Und eben, es war schon überraschend, weil wir es nicht geplant haben. Ja, genau. Eben, ja, es ist ja zwei Wochen vorher, haben wir erst genau entschieden, dass wir dort hergehen. Nummer 24. Welche kulturellen Missverständnisse haben wir erlebt und wie hat er sie gemeistert? Ich habe fast so lange über die Frage nachgedacht und ich habe etwas aufgeschrieben, weiss jetzt nicht genau, ob das ein Missverständnis ist, aber einfach mehr, wie viele Vorschriften oder kulturelle Vorschriften Japan hatte, wo ich das Gefühl hatte, wir haben alle 5 Minuten gegen irgendeine verstoßen. Wir sind aber auch nie irgendwie angesprochen worden, dass wir etwas nicht gut machen. Aber ja, wenn man sich vielleicht noch ein bisschen mehr Kultur dort hineingibt, kann ich mir schon vorstellen, ja, dass man vielleicht auch dort noch so ein bisschen mehr das Augenmerk drauf hat. Aber wir, die halt so viele Kulturen wechseln, ja, kannst du da auch nicht immer alles noch nachlesen. Darum Missverständnis, ja, Anführungszeichen. Bei dir? Ja, genau. Also ich hätte sicher gesagt, nicht Missverständnis, aber was wir hier lernen müssen, ist halt in Indien, dass sie da kein Gefühl für, ja, für sich in unserem Sinn, kein Gefühl für Distanz haben, für Nähe und für Privatsphäre eigentlich, dass sie, ja, dass man das halt wie lernen muss, dass es das in diesem Rahmen halt nicht gibt und es halt normal ist, dass einem jemand hing auf Fernseher steht, wenn man am Mast da ist oder halt in einem Zug, heisst es einfach
los, der schnellste Geschwinder und Ellbogengesellschaft. Personal Space ist dort nicht so ein Thema. Genau, das haben wir sicher müssen lernen. Gut. Ist es dein Turn? Ja, das kann sein. Jetzt Nummer 3. Yes. Nummer 3 ist, was war deine grösste sportliche Leistung auf dieser Reise? Kurz und bündig, ich habe auch gesagt, La Malinche. Ja. Sie dort auf und das war allein cool, etwas so zu machen. Mhm. Und auch, ich bin wirklich körperlich nicht komplett an meine Grenzen gestossen, aber ich habe schon gemerkt, jetzt habe ich gut gepusht, als ich dort auf und bin gegangen. Mhm. Ja. Für dich, was ist dein... Der Mardi Himaltrek im Himalaya. Ja. Weil er unerwartet ist gekommen und weil ich glaube noch nie länger als einen Tag, maximal 2 Tage bin wandern, dass man halt jeden Tag aufsteht und einfach wieder die Füße muss brauchen, um fortbewegen. Das war schon noch intensiv. Das haben meine Knie dann auch gespürt. Ja, da bin ich das Glück, dass ich auf jeden Fall Militär war. Das ist schon ein bisschen von dort. Ja, kann ich vorstellen. Neues war es, mal halt so ein paar Tage auf den Füßen zu sein. Nummer 20. Wünsche. Gibt es einen Ort, wo du unbedingt möchtest zurückgehen? Es gibt im Fall so viele Orte, die wir besucht haben, die ich mir manchmal vorstellen kann. Sag mal, Schergal ist ausgeschlossen. Ja, dann sage ich etwas für ein bisschen unerwartet, Seoul. Ja, das ist nicht so unerwartet im Fall. Wirklich? Ich habe Südkorea aufgeschrieben. Nein, okay. Weil ich habe das Gefühl, wir sind, oder ich habe nicht beantwortet. Das ist die Frage eigentlich. Das ist wahrscheinlich eine ähnliche Antwort. Ich glaube, es ist eine ähnliche Antwort. Ich war recht geflasht von dieser Kultur dort, weil es so weit entfernt ist von allem, was wir kennen. Mhm. Aber gleich irgendwo durch waren sie Personen nahbarer als jetzt in Japan. Mhm. Und das gute Essen, die interessante Kultur und einfach so der Grossstadtdschungel dort, ich weiß nicht, ob ich das recht Gefühl hatte. Ja, genau. Sie sind halt ein Mühe frecher, in Anführungszeichen, im positiven Sinn, als die Japaner, ein bisschen forscher, genau. Und also ich habe das Gefühl, Südkorea wird in den nächsten Jahren noch auf die Karte kommen, auf die Travel-Karte. Auf die TikTok-Travel, ja. Genau, wo es einfach sehr vielseitig ist und gleich nicht ein allzu grosses Land ist. Man kann es einfach bereisen, es ist ein gutes Zugnetz. Es ist auch nicht übertrieben teuer, also es ist natürlich nicht Indienpreis, aber du kannst auch recht günstig zu essen. Du kommst mega günstig durch. So, gut, haben wir noch ein bisschen Background-Musik bekommen. Oh ja, bin ich dran. Aber das ist auch hier so ein kleines Ding, kann man vielleicht anfügen. Man hat zum Teil 10% getroffen auf der Rechnung in Brasilien, wenn sie eine Liveband haben, dass sie dort wie ein Cover getroffen haben, was irgendwie noch verständlich ist. Ja, aber wenn man nicht selber ausgewählt hat, dass man die Musik hören will und dann auch noch muss zahlen. Also, was Nummer auch hast? 12 gerne. 12. Wie ist für dich die Vorstellung, wieder zurück in die Schweiz zu gehen, normales Leben, Job, Wohnung, 9-to-5? Ich hoffe, wir bauen es mit dem zukünftigen Arbeitgeber nicht. Jetzt hier. Nein, aber aktuell, jetzt, Stand September 2024, kann man sich schon nicht vorstellen, zurück in einen 9-to-5-Job reinzugehen, in ein Büro reinzuhocken. Was ich ja vorher auch schon nicht hatte, bin aktiv. Mhm. Also, ich war halb im Büro, ich war halb draußen oder noch halb irgendwie daheim im Homeoffice. Es war so eine gute Mischung und das wäre cool, wenn ich etwas so würde haben. Das ist mir sicher der Einstieg. So ein bisschen erleichtern. Mhm. Aber eben, vielleicht ist im Februar gesehen, das ganz anders aus, wir haben andere Prioritäten. Und dann ist der Schalter ziemlich schnell umgelegt, habe ich das Gefühl. Aber im Moment, schwierig. Ja, das Gefühl, das, was du gesagt hast, mit dem Schalter, dass wie einfach das Mindset eigentlich hier das Wichtigste ist. Also wenn wir jetzt wüssten, okay, wir gehen nächste Woche heim, würden wir uns mental ganz anders damit auseinandersetzen, als wir das jetzt machen. Und wir werden ganz sicher wieder im Alltag in der Schweiz ankommen. Aber so wie du kann ich mir den Stand jetzt wirklich nicht vorstellen. Ja. Ich bin froh, ist das Jahr durch und wir sind noch nicht am Ende unserer Reise. Ja, egal. Das Nummer 16. Welcher Ort? Ganz kurz antworten. Welche lokale Küche und welches war dein Lieblingsessen? Das darf nicht überraschend kommen. Das indische Essen, das beste Gericht, Paneer Tikka Masala. Ja, ich bin so indisch und bin geschwankt zwischen einem klassischen Thali, also wo es ganz viele verschiedene Sachen gibt, oder einem Palak Paneer, aber sie glaubt dort am gleichen Ort gelandet vor Küche. Definitiv. Ja, das Nummer M, nein, das Elfi. Das M. Was ist deine grösste Herausforderung auf der Reise?
Ich habe es, glaube ich, am Anfang schon gesehen. Also, in der ersten Podcast-Folge haben wir dann, glaube ich, die Frage gestellt. Und dort habe ich gesagt, dass wir das Projekt durchziehen, dass wir wöchentlich einen Podcast rausbringen. Und wenn ich es richtig gerechnet habe, haben wir das bis auf drei Mal haben wir das wirklich hergebracht. Jede Woche, nein, mit Englischen zusammen haben wir es geschafft, jede Woche eine Podcast-Episode rauszubringen. Und das ist die grösste Herausforderung war, sage ich jetzt mal, weil wir halt immer, so wie hier, eine Location müssen finden, wo wir das aufnehmen können, Zeit müssen finden, dafür den Rahmen. Und ja, das. Und das Zweite, was ich muss sagen, was jetzt nicht mit dem zu tun hat, ist, Balance und einen Rhythmus trotzdem zu finden, von Sport, Essen, Schlafen, das Zimmer einrichten. Und jedes Mal musst du dir an einem neuen Ort, so wie einen neuen Rhythmus ausdenken. Oder anpassen. Jetzt mit den Kindern haben wir jeden Tag zum Morgen, zum Mittag, zum Nacht gegessen. Jetzt hier essen wir aktuell zum Morgen und zur Nacht. Ja. Und stehen erst um 10 Uhr auf, weil wir halt bis morgen um 2 Uhr unterwegs sind. Es ist einfach, du kannst deine Sportübungen nicht überall gleich machen und du musst dich wie immer neu adaptieren. Und das ist vielleicht jetzt auf der Reise die grösste Herausforderung für mich noch. Und für dich? Was für mich noch eine recht grosse Herausforderung ist jedes Mal, wenn man mega coole Leute lernt kennen, ein Umfeld wieder kreiert, du eigentlich halt so in der gleichen Bubble mit diesen Leuten ist, dass man weiss, okay, die Freundschaften, die du jetzt aufgebaut hast, die auch wieder ein Ablaufdatum. Das ist auch sehr temporär. Ich glaube, es ist wirklich im Promille-Bereich von den Personen, die wir noch einmal werden sehen. Und das ist das, was uns manchmal schnell auch so ein bisschen anfangen angurken, so wie haben wir jetzt so eine coole Gruppe gehabt, jetzt sind wir wieder an einem neuen Ort, wieder neu müssen einstellen. Und das kann auch dann mal dazu führen, dass man keine Lust mehr hat zum Socialize, dass man keine Energie mehr daran investieren. Aber es ist ein Auf und ein Ab. Ja. Jetzt würde ich ein bisschen bescheissen, weil ich habe hier drei Kittel gesehen und Frage 1, das Zettel extra rausgezogen, weil es passt perfekt dazu. Zu dem Thema, wenn es gerade hatte, zu deiner Frage. Also, welche Person hat dich so am meisten geflasht auf der Reise, so als es aufgestellt war, was auch immer? Ja, ich glaube, es waren zwei Personen, die wo wir zum Teil ein bisschen länger Zeit verbracht haben mit denen und zum Teil auch kürzer, aber es war einfach extrem aufgestellte Art. Und zum einen war es der Will in Pai. Junger Engländer, irgendwie 20, 21, ist Eventtechniker. Im Sommer und im Winter ist er am Umreisen. Und der ist so ein positiv, nicht gleichgültig, aber so eine positive, ja, ist es halt so, hat sich adaptiert auf jede Situation, so ein Sampa-Typ gewesen irgendwie. Und zum anderen Jules, wo mich mega hat, ja, irgendwie begeistert, wie sie auf uns ist zugegangen und uns eigentlich unser Korea-Erlebnis, aber auch das Japan-Erlebnis in Tokio mega aufgepimpt hat. Sie hat uns den Einstieg in die Kultur mega erleichtert, weil sie sich mit dieser Kultur schon ein bisschen auseinandergesetzt hat. Sie hat ein bisschen Japanisch geredet und ja, das hat uns, das war mega cool mit ihr. Das ist uns der Einstieg. Wegen dem habe ich das Gefühl, hat uns Südkorea auch so gepasst. Ich glaube auch, ja. Weil das kann auch recht hinten rausgehen, sage ich jetzt mal, Südkorea will er nicht. Ja, den Einstieg schaffst du in die Kultur und hat es uns recht geholfen. Dort. Das stimmt, ja. Bei dir, welche sind deine zwei? Ich habe auch noch Eden gesagt. Eden ist eine, die wir auf den Philippinen lernen kennen. Weil sie war für mich so ein bisschen mein Freundinnenersatz gewesen, zu einem eigentlich sehr emotionalen Zeitpunkt, nämlich den, wo wir uns verlobt haben. Wo du ja halt eigentlich gleich mega gerne mit dem Umfeld, wo du zusammen bist aufgewachsen, willst teilen. Das war halt wie nicht da gewesen. Und da ja, ist sie eigentlich ein mega guter Ersatz gewesen und echt sehr eine spassige Person. Und sie hat ein mega interessantes Leben. Und ich finde es generell einfach so spannend, wenn Leute halt diesen Einblick geben in ein Leben, das sie geführt haben, das mit ihm gar nichts zu tun hat. Sie sind gleich alt, aber ganz andere Sachen erlebt. Ja. Also, ich sehe, wir haben noch zwei Fragen. Also. Ich habe hier noch eine gezogen, die ich dir gerne würde stellen würde. Ja. Und zwar, was war dein schwierigster Moment auf der Reise? Welches Nummer? Um? Zehni, sorry. Zehni. Eigentlich zwei Sachen. Also, das eine war der Armbruch, weil wir wie nicht wussten, können wir unsere Reise weiterführen. Muss ich heimgehen, muss ich operieren? Und als sie dann gesagt haben, ja, man muss operieren, sonst kann ich den Arm nicht mehr bewegen, weil es dann auch schlussendlich nicht der Fall war, habe ich wirklich gesehen, so wie, nein, die Reise ist fertig. Und das andere war halt der Moment, als ich dann bin, zurück in die Schweiz gegangen bin, für meine Familie, vor allem meine Mami zu unterstützen, die erkrankt ist. Und ich sage jetzt mal, seitdem ist das Reisen halt auch nicht mehr gleich, was aber auch voll in Ordnung ist. Es gibt immer wieder Sachen, die man wie nicht kann planen. Und
hat dann auch so den Entschluss, wie die Reise zu unterbrechen und heimzugehen. Ist zuerst auch noch so ein bisschen schwierig gewesen. Aber ich habe es dann geschätzt, jetzt die Zeit mit ihnen allen können zu verbringen. Und ich glaube, es sind so ein bisschen die beiden Sachen. Ja. Und für dich? Ja, für mich war es, glaube ich, der Moment gewesen, als ich dich in El Nido gerannt am Telefon gesehen, wo du eben hast Nachricht bekommen von deinen Eltern. Und ich habe dich schon oft gesehen rennen und in verschiedenen Situationen. Und ich weiss, manchmal kann ich es einschätzen, okay, es ist halt etwas kleiner, sage ich jetzt mal. Aber ich habe gewusst, in dem Moment, okay, jetzt ist etwas passiert, wo unsere Reise wird irgendwie beeinflussen und auch das Leben von dir oder von uns wird irgendwo durch verändern. Und das ist das, was ich gesehen habe, eigentlich in diesem Moment irgendwie. Werde ich gerade emotional. Ja, das war das so. Gewesen. Und ich habe nicht gewusst, was passiert ist, aber ich wusste, wie du reagierst. Deine Körpersprache sofort zu lesen, das natürlich mit den Tränen war. Ja gut, wenn wir schon emotional sind, in dem Sinn, gehen wir noch so ein bisschen jetzt, ja nicht philosophisch rein, aber einfach so ein bisschen ins Nachdenkliche rein. Wir schon so ein bisschen halb beantwortet haben, wie hat das Reisen unsere Perspektive auf die Welt verändert? Das 19. Sorry. Willst du anfangen? Ja, kannst du schon anfangen. Ja, du hast es vorhin schon ein bisschen erwähnt, das ist die Frage, die ich vorhin gesucht habe. Ich es realisieren, wie damit nochmal, wie unglaublich privilegiert das wir sind. Wir einfach nur das scheiß Glück haben, einfach in der Schweiz geboren zu sein irgendwie und einigermaßen aus dem Mittelstand kommen und wir einfach aus Spass können jeden Monat 1000 Stutz auf die Seite tun und dann das für 2-3 Jahre machen und dann die Möglichkeit haben, einfach uns für ein Jahr abzusetzen und das, wenn man das möchte, machen im 3-Jahres-Rhythmus könnte machen oder eben noch Digital Nomad-mässig noch mehr Möglichkeit haben zu wissen, dass wir das unterwegs schaffen können, so immer. Einfach das zu realisieren und mit dem Selbstverständnis, dass wir das machen, mit, ja weisst du, wir sind noch da gewesen, ja wir sind noch in Indien gewesen, ja mal zu Thailand, ja das habe ich schon gesehen und Vietnam sind da auch gewesen, nein, haben wir schon gemacht. Jetzt schon mal die Aussage, haben wir schon gemacht. Ich könnte aber an mir selber kotzen, wenn ich dann aber zulasse, wenn ich das sage irgendwie. Ja, das ist wirklich... Ja, ich sehe es gleich. Also ich muss sagen, mir geht es manchmal auch so weit, dass ich mich sogar fast ein bisschen schäme für das, was wir können und dürfen machen. Weil eben, sage ich jetzt auch gerade halt Länder, wo sehr, sehr viel Armut ist, wie zum Beispiel Indien, wo einfach teilweise halbtote Personen auf der Straße liegen und du steigst einfach drüber, wie es ein Hundehäufchen wäre, wie viel weniger Wert irgendwie das Leben an anderen Orten man das Gefühl hat, wie hat und wahrscheinlich auch der Fall ist. Und eben, wie unglaublich glücklich wir uns schätzen können, wo wir geboren sind, welche Möglichkeiten wir schon mit dem eigentlich bekommen haben. Und vielleicht gleich aber auch an uns selber, wie strukturiert wir durch das Leben sind gegangen und Berufswahl etc., die uns die Möglichkeit finanziell gegeben, das Ganze zu machen und daheim auch ein Netz zu haben, das ihm stützt. Ja. Aber ja, es ist auch als ich bei daheim war, haben ein paar Kolleginnen gesagt, oh, sie könnten nie auf Indien gehen, weil sie finden es komisch, wenn man das Leid dort geht, anschauen. Und irgendwo haben sie schon so ein bisschen recht, aber ich muss sagen, es hat meinen Horizont gleich stark erweitert. Halt einfach auch die Armut nicht nur aus dem Fernsehen irgendwie zu hören, sondern die selber zu sehen, um erstens mal das Mitgefühl natürlich, dass es grösser wird, aber auch für sich selber. Ja, ja. Sorry für den Hintergrundlärm, wir sind langsam fertig. Es ist wirklich furchtbar, ja. Aber wir nehmen noch eine letzte Frage rein. Und dass wir das Ganze noch ein bisschen passend abschliessen. Eins ergänzen möchte ich aber noch. Und zwar das unglaubliche Glück, das wir haben, zu dieser Konstellation in der Schweiz zu leben und aufzuwachsen. Dass wir noch das Glück haben, den Hintergrund von 2 Nationen zu haben, von 2 Kulturen. Also es ist hey, nochmal, Mann. Hey, Leute, uns jetzt noch ein bisschen emotional lassen. Sie machen echt die ganze Stimme kaputt. So, also, dass wir das Glück haben, aus 2 Kulturen zu kommen, den Einblick in 2 Kulturen zu haben. Eben du mit Spanien, ich mit Mexiko und du auch schon jetzt seit mehreren Jahren die Möglichkeit hast, in die mexikanische Kultur reinzusehen, noch wie offener zu sein und den Zugang zu ganz Lateinamerika eigentlich zu haben, uns den Einstieg erleichtert, Portugiesisch zu lernen hier. Und das nochmal wie, es sind alles so kleine Schritte, die alles nochmal erleichtert irgendwie. Wo man aber schlussendlich auch den Effort muss geben, das
nachhaltig zu pflegen. Aber jetzt von uns, dass wir nach 20 gesagt haben, hey, wir gehen immer noch 2-3 Jahre auf Mexiko. Mhm. Wir tun es weiter pflegen. Aber auch, dass wir jetzt, ja, gleich jeden Tag irgendwie eine Stunde investieren, Portugiesisch zu lernen. Mhm. Ja, braucht auch Erfahrung. Das stimmt, ja. Gut. Dann die Lisa Simpson hinten dran wäre mit dem Saxophon. Es kommt noch dazu, dass das Saxophon dein Hassinstrument ist, oder? Es tut mir leid, alle, die alle gerne Saxophon haben oder spielen, aber sorry, ich muss sagen, es regt mich. Wirklich, ich kann es nicht anders sagen, aber es regt mich gerade huere auf. Oh mein Gott, so also, ein schöner Moment. Wir sind im Überziehen, ja. Aber nehmen wir die letzte Frage auf. Vermissen wir die Schweiz oder könnten wir noch ewig weiterreisen? Ich muss sagen, ich vermisse nicht die Schweiz an sich als Land. Ich vermisse ganz sicher mein Umfeld, meine Familie, meine Freunde. Aber man hat ja sehr viele Möglichkeiten, da Kontakt zu haben, sei es mit WhatsApp oder FaceTime. Und darum, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, ich kann noch ewig weiterreisen. Ich habe es auch so irgendwie. Also, ich könnte mir vorstellen, das Ganze noch 2-3 Jahre weiterzuziehen. Klar, wenn man vielleicht mal einmal heimkommen, irgendwie für einen Besuch. Aber im Moment, wenn nicht die Familienplanung oder andere Sachen würde anstehen, irgendwie, das Geld natürlich, müsste sich halt anders aufbauen, die ganze Sache. Aber im Moment zieht es mich noch nicht mega zurück. Und das Einzige, was es ist, ist das Umfeld und die Freunde irgendwie. Ja. Aber keine Angst, Mami, Papi. Ich würde sagen, mach meine Eltern da nicht Angst. Ich habe es gehört, es sind noch 8.500 Stutzungen pro Person. Mit dieser Pace können wir so vielleicht 4 bis 6 Monate noch durch von dem her. Ich glaube, was also ein Traum von uns ist, wenn dann mal Kinderplanung ansteht, vielleicht so etwas Ähnliches mal noch mit einer Familie können zu machen, bevor sie eingeschult werden müssen. Ich hoffe, wir können uns diesen Traum verwirklichen. Vielleicht machen wir dann wieder einen Podcast, wer weiß. Darum, ja, wir genießen es beide sehr und schätzen es unglaublich fest. Ja. Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt auch nochmal unsere wichtigsten Reisetipps vornehmen, aber ich glaube, die lassen wir so lassen. Und ja, ist blöde Musik weg? Ja, jetzt können wir weiter schnurren. Noch 4 Stunden. Nein, mit der Frage sind wir noch durch, also noch eine, die wir hier drin haben, aber die ist nicht so der Wahnsinn von dem her. Hätte ich gesagt, tun wir das Ganze, ja, die Jubiläumsepisode so abschließen. Ich hoffe, es war in dem Rahmen, den ihr euch vorgestellt habt. Irgendwie, es war halt wirklich kreuz und quer. Ja. Wieder, vielleicht haben wir nicht immer das perfekte Bildmaterial gehabt und habt ihr uns ein bisschen mehr gesehen wieder. Aber ja, merci nochmal für eure, jetzt kann man sagen, jahrelange Treue, die ihr uns jahrelange gebt. Treue. Weil der erste Podcast ist irgendwie Anfang September rausgekommen. Ja, das stimmt, Von dem her ist krass. Ja, Podcast-Geschichte eigentlich schon über ein Jahr her. Das ist so. Ja, Risa, merci auch von meiner Seite. Und wir würden uns auch wieder mega freuen über eine Rückmeldung, ob das cool war mit dem, wie sagt man, Q&A, Questions and Answers. Wir können das nochmal in einem anderen Bereich noch machen, wenn das cool war. Ja. Genau. Okay. Ja, dann fahre ich ganz schöne Woche. Merci vielmals, bleibt dran. Bleibt dran. Und bis gleich. Tschüss. Bitte aufgenommen. Das ist auch noch cool.